Kurz und gut, diese Objektivität muss einbezogen werden. Und da ist es nun so, wenn wir die Leute wieder auf Sinn ausrichten, so sie finden sie ihn nicht in sich, so wie die Selbstverwirklichungstheoretiker behaupten. Maslow, der diesen Begriff geprägt hat, hat das in den letzten Jahren längst nicht mehr angenommen. Er hat glattwegs und großherzig und großzügig meine Kritik an seiner Theorie unterschrieben. Selbstverwirklichung ist all okay, aber sie ist nur zu haben auf dem Umweg über Selbsttranszendenz, auf dem Umweg über Dienst an einer Sache oder Liebe zu einer Person, aber um jetzt Transzendenz, das wir übersetzen, Überschreitung des eigenen Ich oder des... Herr Kreuzer, es gibt eine ureinfache Möglichkeit, Ihnen zu vermitteln, was ich mit Selbsttranszendenz meine und Ihnen zu zeigen, dass das mit Transzendenz im Sinne von Jaspers und Religion überhaupt nichts zu tun hat. Selbsttranszendent sind unsere Augen. Das heißt, und die Fähigkeit meines Auges seine Funktion zu erfüllen, das heißt die umgebende Welt optisch wahrzunehmen, steht und fällt mit der Unfähigkeit, sich selbst wahrzunehmen, also wenn ich von Spiegelungen absehe. In dem Maße, in dem mein Auge etwas von sich selbst bemerkt und sieht, ist es krank. Wenn ich da Wolken sehe, dann ist das mein grauer Star, eine Linsentrübung. Wenn ich Regenbogenhöfe um die Lampen sehe, dann ist es mein grüner Star. Eine Erhöhung des Drucks in der vorderen Augenkammer. Das normale Auge sieht nicht sich selbst. Genauso ist es mit dem Menschsein. Selbsttranszendenz heißt, dass der Mensch ganz er selbst wird und ganz Mensch ist. Genau in dem Maße, in dem er sich übersieht und vergisst. Indem er sich aus sich selbst heraustritt. Aus sich selbst, ganz sich selbst hinter sich lässt, im Dienst an einer Sache, in der Erfüllung eines Sinnes oder in der Hingabe einer Aufgabe oder an einen anderen Menschen, an seinen Partner, da wird er ganz er selbst.